Wir alle leiden unter den Beschränkungen des Coronavirus. Ja, Corona bestimmt immer noch unser Leben, aber auch die Menschen in unseren Partnerstädten leiden darunter in vielen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch den Kontakt zu den Partnerstädten aufrechterhalten. Ja, und Dominik Frank hat sich was einfallen lassen, damit die Partnerschaft Worms-Auxerre etwas an Silvester und Weihnachten Verbindung hat. Ja, Dominik, herzlich willkommen. Aber ich begrüße auch in Auxerre den Jérôme Bossoir, Jérôme, und den Dieter Frank in Worms vom Poseidon. Ja, Dominik, was hast du dir denn einfallen lassen? Ja, guten Abend, Olaf. Ja, dass der Partnerschaft dann läuft, habe ich dann ein virtuelles Laufe mich überlegt, ein Silvesterlauf, und zwar dann Worms-Auxerre. Und Worms-Auxerre sind 530 Kilometer entfernt. Dann habe ich gedacht, das wäre was, wenn wir dann virtuell laufen würden und die Kilometer dann zusammen laufen. Du bist wann nach Deutschland gekommen von Auxerre? Am 1. Oktober 94. 94. Und was war der Anlass? Liebe. Ja, da haben Sie da schon zu, das freut sich jetzt. Aber heute ist auch ein ganz besonderer Tag, glaube ich. Ja, heute, ich bin dann sehr stolz, da zu sein, denn das ist der 18. Freundschaftstag zwischen Deutschland und Frankreich. Vor 53 Jahren, mein Alter, ist der Élysée-Vertrag unterschrieben worden. Das prädestiniert. Ja, also mit 53 Jahren nimmt er eh keiner ab. Ist aber auch so. Ja, Dominik, du engagierst dich immer noch sehr für die Partnerschaft Worms-Auxerre. Und du hast den Silvesterlauf ins Leben gerufen. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, einen Silvesterlauf zu machen? Ich habe viele Ideen. Ich habe immer Idee, und da dieses Jahr, wir hatten dann keinen Wettkampf nirgendwo, nicht nur bei uns, bei den Läufern, dann habe ich gedacht, warum nicht einen virtuellen Lauf machen. Jetzt habe ich eine ganz spannende Frage. Wie muss man sich so einen virtuellen Lauf vorstellen? Wie läuft das ab? Du brauchst nur ein paar Schuhe, zwei gesunde Beine, ein Uhr. Ein bisschen dann Lust, und ob ist es gemacht. Die Leute, die sollten dann am 31. laufen, am 31.12. dann. Und egal wo, egal wie viele Kilometer, und die Uhr dann anmachen und mir dann als Beweis ein Foto von Uhr schicken. Ganz einfach. Toll. Warum muss man dann kompliziert machen? Ja, und das war jetzt hier im Bereich in Worms. Und ja. Wie bist du dann Auxerre? Wer hat sich dann da also bereit erklärt? Ja, ich habe dann Jérôme Auxerre, das ist der zweite Vorsitzende von ASPTT Auxerre, angerufen. Ich kenne ihn dann seit Jahren. Und habe ich ihm angerufen und gesagt, was hältst du von der Sache? Das war allerdings dann eine gute Woche vor Silvester. Das war eine spontane Idee. Ja, da muss ich nochmal explizit betonen. Bonsoir, Auxerre, bonsoir, Jérôme. Ja, Jérôme, was hast du denn von der Idee von Dominik gehalten mit dem Lauf? Bonsoir, Jérôme. Oui, alors, qu'as-tu pensé de l'idée de Dominique en premier? J'ai été très agréablement surpris que tu fasses appel à nous pour ton challenge du 31 décembre. Ich war sehr begeistert, dass du uns kontaktiert hast für diese Challenge. Wie hast du denn diese Idee umgesetzt, Jérôme? Comment as-tu fait dans un premier temps pour réaliser ce projet? Dans un premier temps, j'ai fait la demande à Aline Perrin, la présidente de la section athlétisme.
Zuerst hat Jérôme die erste Vorsitzende, Aline Perrin, angesprochen und die hat dann zugesagt. Hm. Waren denn spontan genügend Menschen bereit mitzulaufen? Est-ce que tu as eu directement suffisamment de participants? En fait, on a envoyé un mail à l'ensemble du club et vu le délai était court, on est resté en interne. Ja, also der hat ein Mail an die ganze Mitglieder geschickt und die haben dann die Leute dann zusammengekriegt, ja. Wir werden gleich nochmal nach Auxerre schalten. Wer hat dich denn in Worms unterstützt? Der Dieter Frank von Poseidon. Ja, und der Dieter Frank ist jetzt auch bei uns. Guten Abend, Dieter. Ja, hallo. Wie war denn deine erste Reaktion? Meine erste Reaktion, die war am 28.12. schickte mir die Dominik ihre Idee. Und dann dachte ich, oh Gott, ein ganz, ganz knappes Zeitfenster. 3 Tage ist Silvester. Okay. Habe ich gedacht, wie gehen wir das Problem an? Das war die erste Idee, ja, von Dominik, die hat es mir unterbreitet. Ja. Hattest du schon vorher schon mal Kontakt zu Auxerre? An für sich nein. Ich kenne halt die Partnerstädte von Worms, ja, wie Auxerre, Parma oder Bautzen. Ja. Als Wormser fährt man öfters an den Schildern vorbei, aber selbst dort war ich noch nicht. Ja. Mhm. Und wie habt ihr jetzt diesen Lauf umgesetzt? Wie gesagt, die Zeit war knapp. Dominik hatte sich die Idee ausgedacht, hat sofort im Prinzip den Faden übernommen, ja, hatte mir so einen kleinen Text geschrieben, so eine Art Ausschreibung. Und diese Ausschreibung, wie das stattfinden könnte, ja, habe ich sofort auf die Webseite gesetzt vom Poseidon, habe die sozialen Medien aktiviert, wie Facebook, WhatsApp und Instagram, ja, und habe sozusagen das ganze Ding ins Rennen geschickt. Ja. Und siehe da, das Ding wurde sofort ein kleiner Erfolg. Ja. Die Rückantwort von Läufern vom Poseidon oder von Wormsen, ja, die war phänomenal, ja. Wie viele Läufer von Poseidon waren denn überhaupt dabei? Ich würde sagen, 2/3 von den Athleten vom Poseidon mit Partnern und Anhang. Und das andere, das waren auf jeden Fall Wormser oder vom Judo-Club oder von LLG, genau. Da wir zu der LLG Wondergau auch eine kleine Partnerschaft haben, ja, haben wir die auch mit eingeladen. Und auch Läufer vom Umfeld, ja, von Worms, aus Grünstadt. Und also selbst die Zahl, wo wirklich kein mitgenommen hat, hat keine Daten bemittelt, ja, die war bestimmt wesentlich größer. Ja. Mhm. Dieter, könntest du dir vorstellen, in Zukunft nochmal sowas zu machen mit Auxerre zusammen, praktisch Kontakt nach Auxerre zu halten? Also den Lauf selbst wollen wir aufrechterhalten, ja. Und vielleicht auch mal ein Treffen mit Auxerre, dass es zustande kommt, ja. Also ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen, ja. Wenn das ganze Szenario Corona mal vorbei ist, bin ich mir sicher, treffen wir uns mal und lassen den Lauf aufrechterhalten, ja, im Zuge von der Partnerschaft. Und so viel ich weiß, ist ja heute ein bestimmter Tag, ja, von der Partnerschaft. Ja, stimmt, hast du schon erwähnt, ja. Kommen wir nochmal zurück. Dominik, wie viele Läufer waren denn nun von deutscher Seite insgesamt am Start? 65 ungefähr. 65. Und die haben alle Kilometer gesammelt? Alle, ja. Ich weiß, unser Lars Olbrich ist auch mitgelaufen. Ja. Dann fragen wir gleich mal, wie viele Kilometer er gesammelt hat. Aber es war noch jemand, der ganz weit weg war. Ganz weit weg, ja. Unsere Nina, unsere Tochter, die lebt dann zurzeit in Chicago und die ist auch dann gelaufen. Die ist mitgelaufen? Ja. In Chicago? Ja. Natürlich ein bisschen versetzt. Aber am Silvester. Dann kommen wir mal zum Ergebnis. Wie viele Kilometer sind denn überhaupt zusammengekommen? Sind 1039 Kilometer gekommen. Das wäre ja schon zweimal Worms, Auxerre und zurück. Wir stehen 20 Kilometer vor
zu Hause, sozusagen, ja. Ja, da wollen wir doch den Jerome noch mal fragen, wie viele Läufer waren denn in Auxerre am Start? Ja, Jerome, vous aviez eu combien de participants de votre côté? 55 participants. 55 Teilnehmer. Und wie viele Kilometer haben diese 55 Teilnehmer gemacht? Et combien de kilomètres avez-vous fait? 574 Kilometer. 574 Kilometer. Gut, das heißt, ihr seid... Worms ist 735 Kilometer gelaufen. Das heißt, fast einmal Worms-Auxerre, ja, und wieder zurück. Ja. Und man soll dann auch sagen, dass Auxerre ist fast die Hälfte von Worms dann von der Größe. Also die haben dann viel weniger Mitglieder. Das ist schon interessant. Also du hast viel für deine Partnerstadt getan. Ja. In beide Richtungen. Es läuft. Ja. Wirst du oder hast du darüber nachgedacht, das nochmal zu wiederholen? Vielleicht einen Sommerlauf oder Silvesterlauf? Nö. Silvesterlauf, Baby ist geboren. Ah, ja. Und wir haben uns dann unterhalten mit Jerome und das Baby wird weiter wachsen. Wir haben schon eine Idee für dieses Jahr. Neue Challenge. Neue Challenge. So, ich darf mich recht herzlich bedanken. Ich bedanke mich bei dem Jerome in Auxerre. Merci, Jerome. Und bei dem Dieter und hoffe, dass wir bald wieder über einen neuen Lauf berichten können. Danke. Merci. Au revoir.